Grenzen. Scheiß auf Undurchlässigkeit von Klassengrenzen. Alles Patriarchen, alles kleine Pascha, Burka-Herren, deutsche Frauenvernascher. In Silvesternächten militante Islamisten belästigen Frauen und Polizisten. Die Migranten sind schuld, die Migranten sind schuld. Und immer, immer, immer sind Migranten dran schuld. Die Migranten sind schuld, die Migranten sind schuld. Ja, immer, immer, immer sind Migranten dran schuld. Kommst du aus der Schweiz oder aus Liechtenstein, dann lassen wir dich hier herzlich gerne rein. Ein echter Migrant hat eine dunkle Haut, ist Messerstecher, Moslem, vergewaltigt und klaut. Ist der Täter ein Weißer, wird das nicht groß betont. Die Betonung in den Medien auf Migranten nur lohnt. Bist du arm und Migrant und kriminell, fällt das Arm unterm Tisch, nur Migrant leuchtet hell. Die Migranten sind schuld, die Migranten sind schuld. Und immer, immer, immer sind Migranten dran schuld. Die Migranten sind schuld, die Migranten sind schuld. Ja, immer, immer, immer sind Migranten dran schuld. Spring AfD und CDU, Hass und Hetze im Interview. Kapitalistische Ungleichheit, kein Kommentar, kein Geld, keine Zeit. Die meisten Migranten sind gut integriert, egal mit Nazis wird mitmarschiert. Ist der Feind bekannt, hat der Tag Struktur, Klassenkampf, lass mich bloß in Ruhe. Die Migranten sind schuld, die Migranten sind schuld. Und immer, immer, immer sind Migranten dran schuld. Die Migranten sind schuld, die Migranten sind schuld. Ja, immer, immer, immer sind Migranten dran schuld. Mal Rechten für Wählerquoten. Belohnt wird es, die bösen Moslems zu schelten. Der redliche Deutsche wird es vergelten. Steuerbetrüger werden respektiert, die haben den bösen Staat abkassiert. Migranten verteufeln, Vermögende loben. Wer nach unten tritt, der schaut nicht nach oben. Die Migranten sind schuld, die Migranten sind schuld. Und immer, immer, immer sind Migranten dran schuld. Die Migranten sind schuld, die Migranten sind schuld. Ja, immer, immer, immer sind Migranten dran schuld. Kriege werden nicht von Armen forciert, der Reiche in der Regel von Krisen profitiert. So gut wie kein Interesse am Oxfam-Bericht, der steht unseren Werten nicht gut zu Gesicht. Den Großteil des Vermögens haben 1%, vermieden werden soll, dass jemand das benennt. Die Schuld der Reichen findet in Medien kaum statt, zur Ablenkung dafür Migranten hetze satt. Die Migranten sind schuld, die Migranten sind schuld. Und immer, immer, immer sind